Tina, you fat lard, come get some dinner. Von Yves Findling begrüßen zu dürfen. Heute zur Ausstellung Amerikanische Rapstars und Stuttgarter DJs. Eine Ausstellung, die diesmal auch für Yves Findling ungewöhnlich viel Gemaltes, neben Siebdrucken und Fine Art Prints enthält. Yves Findling, der neben seiner selbstständigen Arbeit als Grafikdesigner freie künstlerische Arbeiten erstellt, hat zwar neben und im Zuge seiner Siebdrucke schon immer gezeichnet, neu sind jedoch die großformatigen Gemälde, von denen es in dieser Ausstellung gleich drei zu bewundern gibt. Auch bei den Objekten der Ausstellung, den Skateboards, hat Yves Findling freihand den Pinsel und oder Marker geschwungen und Südstaaten-Rapper und ihre Songtexte auf Skateboards, die Aushängeschilder urbaner Kultur gebannt. Eine Serie Fine Art Prints beschäftigt sich mit einem Augenzwinkern mit Dirty Sprite, einer Modedroge auf Kodein basierend, die aus dem momentanen Hip-Hop-Slang kaum wegzudenken wäre, während Plattenspieler und Mischer Fine Art Prints an die Lieblingsbeschäftigung, das Musikauflegen aller porträtierten Herren, gemahnen. Ob nun Dr. Dre oder Wiz Khalifa, von Stuttgarter Rap-Urgesteinen DJ Emilio, früher MC Ice, bis Konrad Kuhn, und Konrad Kuhn bis zum Jungdesigner Don Jamal, Yves Findling inszeniert die Männer gekonnt und mit starken, surrealen, fast komplementären Farben, wie Orange-Blau oder Grün-Lila. Yves neuester Farbkombination, die auch die Dirty Sprite-Serie prägen. Während die Dirty Sprite-Serie und die Plattenspieler ihre Wurzeln in der Produktabbildung der Moderne haben, man denke nur an Andy Warhols Champagne-Suppendose, so haben die Porträts ihre Vorläufer seit Anbeginn der Kunstgeschichte. Wer kennt nicht Dürers Selbstporträt als junger Mann, selbstbewusst und Jesusgleich setzt sich der Künstler des 17. Jahrhunderts selbst ins Bild und Zentrum des Interesses. Der Künstler selbst als Bildgegenstand, damals ein Novum. Wer Yves Findlings Werk kennt, der weiß, dass auch er schon diverse Selbstporträts geschaffen hat. Und zum Beispiel auch einen Katalog davon. Ob Van Gogh oder Roy Lichtenstein bis Andy Warhol, Yves Findling nutzt geschickt und bewusst die Traditionen der Selbst- und Fremdinszenierung, kombiniert mit seiner Liebe zur Hip-Hop-Kultur und hat sie durch die harte farbliche Zweiteilung, die wir hier sehen, die an das Licht von Clubs und Bars erinnern, mit einer ganz neuen eigenen Kraft gefüllt. Bei den Gemälden handelt es sich somit um originale Malerei. Sie existieren so in gemalter Form nur ein einziges Mal, was ihren Preis gegenüber den Siebdrucken und signierten Fine Art Prints rechtfertigt, die Yves Findling meist in kleinen Auflagen von 25 oder 12 limitiert anbietet. Dann haben wir noch eine Besonderheit diesmal, also für die Laien. Wir haben auch Artist Prints. Bei den Artist Prints handelt es sich sozusagen um Prototypen kommender Serien. Also die sind noch nicht limitiert aufgelegt. Das ist seine erste Version, deswegen sind die nochmal anders bezeichnet, AP. Also somit bietet die Ausstellung von der Kunstgeschichte bis zum zeitgenössischen Lifestyle für jeden etwas. In diesem Sinne freue ich mich, mit Ihnen nun im Angesicht der Werke den Abend zu verbringen. Die Findling hier neben mir steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Vielen Dank. Danke. Ja, also ich stehe gern für Fragen zur Verfügung.
sind ja ein paar Leute schon in Leide da und haben sich schon mit den Sachen auseinandergesetzt. Also, du hast auch gern im persönlichen Gespräch später. Warum jetzt mehr Malerei? Also, ich sag mal, ich habe einfach dann mit dem Rocco quasi angefangen und da Gefallen dran gefunden und ja. Dann weitergemacht. Genau. Das ist eine andere Arbeit. Ja. Auch, oder? Ja. Stand ja viel in der Siebdruckwerkstatt die letzten Jahre und es war mir dann auch ein bisschen arg zu technisch und handwerklich so. Wobei man ja da. Ah, nee, das ist ja nicht digital, aber die anderen Arbeiten sind ja alle am Computer erstellt, ne? Die sind alle am Computer gezeichnet, genau. Und ja, dann eben als Fine Art Print gedruckt auf Büttenpapier und. Ich sag mal, mit dem Siebdruck ist halt so eine Sache. Ich habe jetzt auch dieses Jahr mal wieder Siebdruck gemacht, so ähnlich wie bei euch, auch mit so Schablonen ausgeschnitten, mit auf zwei Farben reduziert für eine Ausstellung im Rathaus vom Künstlerhaus, eine Gruppenausstellung war das. Und da habe ich als Rathaus und das Künstlerhaus so als Frontalansicht eben gemacht. Aber ich sage jetzt mal, die Porträts, wie jetzt zum Beispiel den Rocco oder die Maria oder den Zell und so weiter. Diese großformatigen Siebdrucke, das ist halt, du stehst halt, sag ich mal, für einen Druck, ja, Farben zwei Tage in der Werkstatt oder so, also großen Arbeiten. Und es ist halt nicht sehr kreativ. Also du machst halt, du bereitest es halt alles vor. Das ist so der kreative Prozess. Was noch kreativ ist, nachher die Farbmischung, weil du dann einen Farbton gedruckt hast und dann musst du die zweite Farbe oder die dritte immer wieder noch neu anmischen, dass es dann wirklich auch dazu passt. Aber das war es eigentlich. Also wenn du es nicht so machst wie bei euch damals, diese Schablone, dass du wirklich was zeichnest, es dann ausschneidest und so ein bisschen kreativer. Deshalb habe ich ja damals auch bei der Sarah, das war eigentlich in diesen drei Porträts, die hier mal hingen, da habe ich auch die Technik mal verwendet. Waren so, ja, in dem Format 40x60, auch drei so Köpfe mit drei Farben gedruckt. Das ist dann einfach, daraus entstanden, ich will mehr in der Werkstatt kreativ sein und so ist auch mit dem Malen, sag ich mal, einfach bei mir im Atelier, jetzt habe ich einfach auch so die Möglichkeit, da mal was stehen zu lassen, Bild, ein paar Tage anzugucken, dann ein bisschen weiter zu malen und einfach, ja, also ich sag mal, halt einfach mehr mit Kreativität oder mit Handwerk dann zu tun. Ja. Also es nicht heißt, ich werde jetzt keinen Siebdruck mehr machen, aber einfach war mir das, nachdem ich so viel Siebdruck, sag ich mal, die letzten 6, 7 Jahre gemacht habe und eigentlich nur im Siebdruck gearbeitet habe. Ja. Okay.